Hallo mein Lieben, es ist Mittwoch, es ist Patchtag und hey, yo, wow, es gibt neue Pferde und zwar die englischen Vollblüter. Die sind hier in Fort Pinter, da gibt es den Schwarzen und es gibt noch zwei andere im Mondsicheldorf in Epona. Da kann ich natürlich nicht hin und deswegen kann ich es euch nicht zeigen, das ist wirklich sehr cool. Vielen Dank nochmal, liebes Star Stable Team, dass ich mir die nicht mal anschauen kann, weil ihr neue Pferde an Orte bringt, wo ich nicht mal hinkomme. Okay, egal. Aber wir sehen hier schon mal dann ein neues. Das sieht nämlich auch so aus, als wäre das eins, wenn wir sie mal inspizieren. Wir gucken mal an, was sie da hat. Und ja, es ist ein englisches Vollblut Angel Wings in Grau, das ihr dann hier im Mondsicheldorf in Epona bekommt. Und das hier ist das Schwarze in Fort Pinter. Seine arabische Abstammung macht das englische Vollblut zu einem der guten Pferde für alle Reitdisziplinen. Diese Rasse hat Geschichte der Wettrennen durch seine Fähigkeiten hohe Geschwindigkeiten auf großen Distanzen geprägt. Ja, wundertastisch, kostet 890 Starcoins und hat angeblich eine wunderschöne neue Grafik und wunderschöne neue Animationen. Ja, ihr seht es ja hier nochmal, das ist der braune, der ist ganz niedlich. Wenn Raffaella jetzt nicht gerade wegreiten würde, hätten wir es uns auch nochmal genauer angeschaut. Tja, hier stehen jetzt die Sachen neu da. Jetzt war es natürlich so, dass ich erstmal einen schönen Netzwerkfehler hatte, weil das gehört sich natürlich so, dass wenn man irgendwas machen will, gleich mal Netzwerkfehler hat. Ja, die sehen ja ganz lustig und edel aus, hier die neuen Klamotten, ne? Bisschen aufge... wie soll ich sagen? So mit Glitzer und Bling-Bling und ganz schön luxusmäßig, ja? Wahrscheinlich zu einem Luxuspferd auch Luxus-Accessoires, ja? Kann man machen. Das sind zwei neue Gamaschen, die wir hier jetzt sehr ähnlich sehen, weil ich mit meinem Shire unterwegs bin. Das ist natürlich auch wieder total klasse. Aber hier auf jeden Fall die zwei luxusmäßigen Wickelgamaschen. Passend zu dem wirklich, wirklich super neuen englischen Vollblut. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei den neuen Pferden. Wenn ihr euch eins kaufen wollt, dann holt euch dies. Wie gesagt, die gibt es in Fort Pinter und eben in Depona im Mondsicheldorf. Schaut es euch an, kauft euch das, was euch gefällt und gebt mir Bescheid, ob ihr euch eins gekauft habt und wenn ja, welches ihr gekauft habt. Ich wünsche euch viel Spaß mit den neuen Pferden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Package neue Patch Notes und ja, weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin, dranbleiben und tschüss. Package neue Patch Notes.